Mein Name ist Stefan Müller. Und die Freude war tatsächlich sehr, sehr groß, als der KEF-Vertreter vor kurzem uns hier in unserem Ladenlokal besucht hat. Wir hatten eine kleine Privataudienz, er hat uns sogar einige Lautsprecher vorgeführt. Und unter anderem, was uns unfassbar begeistert hat, waren wirklich die LS60 Wireless. Die gibt es in drei verschiedenen Farben. In diesem Mineral White finden wir persönlich sehr, sehr schick. Gibt es aber auch in Blau und noch in so einem Grau. Das geht schon in Richtung Carbon. Ich glaube, der Name ist auch Carbon. Die Besonderheit der Lautsprecher ist einfach, dass sie sehr, sehr schmal sind. Im normalen Hi-Fi-Bereich ist es üblich, dass die Lautsprecher eine gewisse Breite haben. Das hat KEF, finde ich, sehr, sehr schön gelöst, indem sie einige Töner an den Seiten angebracht hat. Da gibt es auch ein spezielles System, wie das KEF bezeichnet. Da gehen wir aber gleich im Video genauer drauf ein. Mit ihren über 60 Jahren Erfahrung in der Lautsprecherherstellung strebt die Firma KEF immer nach dem perfekten Sound ohne Kompromisse. Deshalb ist der LS60 eine Hommage an 60 Jahre Klanginnovation. Und natürlich die Besonderheit, es sind Aktiv-Lautsprecher. Das bedeutet, diese Lautsprecher können immer mit einem Fernseher direkt verbunden werden, brauchen keinen zusätzlichen Verstärker. Wenn jetzt jemand von Ihnen schon darüber nachdenkt, den Lautsprecher zu kaufen, dann kein Problem, die Lautsprecher können direkt ohne Verstärker angeschlossen werden. Ein besonderes Highlight, was die LS60 Wireless auszeichnet, ist die sogenannte Uni-Q-Technologie. Das bedeutet, wir haben durch die Anordnung der Lautsprecher, die relativ auf einer Höhe angeordnet sind, eine punktuelle Abstrahlung des Klangs. Wenn Sie in dem Raum irgendwo versetzt sich hinsetzen mit mehreren Leuten, haben Sie immer die gleiche klare Tondarstellung, als jetzt, wenn Sie wirklich bei einem Konzert mit dabei wären. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und sollten Sie sich auf jeden Fall mal anhören. Eine weitere Besonderheit ist der Hochmitteltöner. Dieser sieht immer turbinenartig aus. Wir haben eine innenbelüftete Aluminiumkalotte und dadurch haben wir auch nochmal eine klarere Höhenwiedergabe. Insgesamt haben wir einen sehr ausgeglichenen, klaren Klang bei dem LS60 Wireless. Die Material Absorber Technologie absorbiert 99% der störenden Geräusche bei dem LS60 Wireless. Ist eine weitere Besonderheit des Lautsprechers. Das heißt, der Lautsprecher ist sehr, sehr vibrationsarm. Wenn Sie sich den Lautsprecher bei uns hier in unseren schönen Räumlichkeiten anschauen, wenn Sie merken, wenn Sie den mal anpacken oder auch am Fuß festhalten, da vibriert kaum etwas. Das ist auch eine wirkliche Meisterleistung, die KEF da in unseren Augen auf die Beine gestellt hat und sorgt auch einfach nochmal für einen klaren Klang. Denn was verunreinigt den Klang in Ihrem Wohnzimmer oder in Ihrem Heimkino? Das sind natürlich fälschliche Geräusche, die von einem Korpus oder von irgendwelchen anderen störenden Produkten sein können. Wir haben nun schon einige Highlights der KEF LS60 Wireless kennengelernt. Für die technisch Interessierten unter euch kommen wir zu den technischen Daten. Im Verstärkungsbereich unterstützt der Tieftöner 500 Watt, der Mitteltöner 100 Watt und der Hochtöner kann ebenso 100 Watt. Aber auch bei der Samplingrate hat KEF nicht gespart. Im Netzwerk sind sage und schreibe 384 kHz und 24 Bit möglich. Bei einem HDMI-Anschluss sind es aber auch 192 kHz und 24 Bit. Bei digitalen Eingängen, gerade bei einem koaxialen Eingang, wären es auch 192 kHz und 24 Bit. Die Samplingrate bei den KEF LS60 Wireless ist natürlich immer davon abhängig, ob die Lautsprecher kabelgebunden angeschlossen worden sind oder drahtlos. Hierfür gibt es auf der Rückseite eine Netzwerkbuchse. Das heißt, die Lautsprecher werden miteinander, wenn sie kabelgebunden angeschlossen werden, mit einem sogenannten Cut-Kabel angeschlossen. Gehen wir auf die Anschlüsse der LS60 Wireless noch etwas ein. Bei dem Secondary-Lautsprecher, also bei dem Slave-Lautsprecher, haben wir einmal eine Pairing-Taste. Damit haben Sie die Möglichkeit, die beiden Lautsprecher miteinander zu verbinden, sofern Sie die nicht kabelgebunden angeschlossen haben. Hier unten ein USB-Anschluss, der dürfte erstmal für Sie nicht von Belang sein, ist aber für Servicezwecke gedacht. Ein Anschluss für einen Subwoofer, sofern Sie den Subwoofer kabelgebunden anschließen.
eine Netzwerkbuchse. Diese ist in dem Fall nicht für die Internetverbindung, sondern lediglich für die Verbindung mit dem anderen Lautsprecher, falls Sie die Lautsprecher kabelgebunden anschließen. Und zu guter Letzt natürlich noch die Stromverbindung, um den Lautsprecher mit 230 Volt zu verbinden. Kommen wir aber nun zu dem LS60 Wireless Master oder auch bei KEF Primary genannt. Dieser hat in der Hinsicht natürlich noch deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten und Funktionen. Wir haben einen Reset-Knopf, auch eine Pairing-Taste, um dementsprechend die beiden Lautsprecher miteinander zu verbinden und auch eine Bluetooth-Pairing-Taste. Zum anderen haben wir hier die Reihen mit den jeweiligen Anschlüssen. Für uns der in unseren Augen interessanteste natürlich der HDMI-Rückkanal. Da können Sie mit den meisten gängigen Fernsehherstellern heute eine direkte Verbindung herstellen und der Fernseher gibt dann die Lautstärkensteuerung direkt über das HDMI-Signal an die Lautsprecher weiter. Einen optischen Audioanschluss sowie einen koaxialen Audioanschluss. Das ist in dem Fall dann für die älteren TV-Geräte wichtig, damit Sie einen digitalen Ton auf die Lautsprecher wiedergeben können. Eine klassische AUX-Quelle, wenn Sie mit Cinch-Buchsen auf die Lautsprecher einen Ton geben möchten. Auch hier wieder eine Service-Buchse sowie einen Subwoofer-Anschluss, um einen Subwoofer anschließen zu können von KEF, zum Beispiel einen kabelgebundenen Subwoofer. In der vorletzten Anschlussreihe befindet sich auch wieder eine Netzwerkbuchse zum Anschluss des rechten oder linken Lautsprecher. Dieses lässt sich in der App ändern. Es ist immer der Connector zu dem zweiten Standlautsprecher. Und hier auch ein Netzwerkanschluss, um den Lautsprecher direkt mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Ganz unten natürlich auch noch der 230 Volt Anschluss. Wir möchten Ihnen nun noch ein bisschen die KEF Connect App zeigen, allerdings nur kurz. Es soll ja ein Produktvorstellungsvideo der Lautsprecher werden und nicht der KEF Connect App. Wir befinden uns nun auf der Startseite der KEF Connect App. In dieser haben wir einmal oben als Übersicht die Ein- und Ausschaltfunktion. Über diese können Sie direkt den Lautsprecher mit der jeweiligen Quelle ein- oder auch ausschalten. Darunter verbergen sich die Musikstreaming-Dienstanbieter Amazon Music, Deezer, Cubase, Spotify, Tidal und natürlich auch Apple Music. Jetzt sehen wir noch Radio und Podcasts. Darüber haben wir die Möglichkeit, Radiosender direkt auf Ihren Lautsprecher zu streamen. Ganz unten noch, wenn Sie Musik in Ihrem Heimnetzwerk haben, kann man natürlich auch dieses über die Lautsprecher abspielen. Ganz unten sehen wir noch einmal eine Fernbedienungstaste. Das ist nochmal der Punkt, auf den wir schon eingegangen sind, das Ein- und Ausschalten der Quellen. Danach noch einmal die Musikübersicht der jeweiligen Streaming-Dienstanbieter oder auch Radiosender. Dann kommt ein Equalizer-Bereich, in dem können wir die Lautsprecher dementsprechend einstellen und können auch einstellen, ob der rechte und der linke Kanal getauscht werden. Und ganz rechts wäre noch das Zahnrad ein weiterer Einstellungsbereich. Hierauf können wir gerne in einem weiteren Video drauf eingehen. Wenn wir Ihr Interesse für die wunderschönen, schicken LS60 Wireless geweckt haben, kommen Sie gerne mal hier in unseren Räumlichkeiten in Bonn vorbei, hören sich die wunderbaren Lautsprecher an und überzeugen sich selbst von der beeindruckenden Qualität der KEF-Lautsprecher. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal hier aus unseren Räumlichkeiten der Löwe Galerie in Bonn.